Hallo, ich bin hier im Mercure Hotel Jelenia Góra in Polen, in Niederschlesien gelegen. Ich habe mir hier ein Einzelzimmer gebucht, bekam aber aufgrund meines Platinum-Status bei Accor Kundenbindungsprogramm ein Apartment. Das ist so eine kleine Suite. Gleich hinter der Tür auf der rechten Seite eine Ablagefläche und daneben ein Schreibtisch. Die Einrichtung, das kann man vielleicht schon erkennen, ist nicht ganz die modernste, aber alles recht gepflegt und sauber und ordentlich. Da kann man also dennoch nichts meckern. Wasserkocher, Mineralwasser, Kaffee, Tee für einen Wasserkocher, alles vorhanden. Telefon, wer braucht. Eine etwas aus der Zeit gefallene Schreibtischlampe. Auch die Lampe hier in der Ecke scheint aus dem Zeitalter zu kommen. Aber ist mal was anderes. Tisch, Sofa, Sessel. Ich bekam dann zusätzlich noch ein bisschen was Süßes, ein bisschen Obst und Getränke aufgrund meines Status. Wenn ich mich jetzt hier umdrehe, das Modernste hier, ein riesiger Fernseher, keine Ahnung, 50 Zoll oder sowas wahrscheinlich wird das sein. Und wen es interessiert, ich habe vorher mal geschaut, es gibt vier deutsche Programme, ARD, ZDF, Sat.1 und Pro7. Das ist für die, die unbedingt Fernsehen gucken wollen, sicherlich ausreichend. Ich brauche ihn nicht unbedingt. Ja, jetzt gucken wir nach draußen. Ich habe nämlich auch noch einen kleinen Balkon. Zwei Stühle stehen draußen. Ja, man sieht ein bisschen Straße, aber dahinter ist auch schon gleich der Wald. Ja, wenn wir ein bisschen gucken, ganz hinten kann man es vielleicht noch erkennen. Es ist hier ein bisschen bergig. Wolken tauchen auch auf. Aber um mal hier ein bisschen zu entspannen, ist das glaube ich nicht so schlecht. Wer mit dem Auto kommt, hier ist ein Parkplatz direkt vor. Ich bin mit der Bahn angereist und ich habe für das Taxi vom Bahnhof hierher 8 Zloty bezahlt. Das sind weniger als 2 Euro. Wir gehen mal wieder rein. Zur Linken die Toilette. Das ist hier getrennt vom Bad. Finde ich eine ganz praktische Geschichte. Kommen wir ins Schlafzimmer. Ja, hier liegen auch gleich noch zwei Bademäntel. Das Hotel hat übrigens einen Pool, obwohl es nur ein 3-Sterne-Hotel ist. Den werde ich sicherlich in den nächsten Tagen auch mal nutzen. Auch hier noch ein kleiner Tisch. Ich habe hier noch einen Schreibtisch, Quatsch, einen Schreibtisch, sage ich jetzt schon, einen Kleiderschrank. Und das ist das Badezimmer mit einer Badewanne. Ja, es ist ein Textilduschvorhang, das mag ich persönlich nicht so, aber ja. Badeutensilien sind auch alles vorhanden. Auch ein etwas historischer Föhn ist hier installiert. Ja. Wer also wirklich jetzt was sucht mit megatollem Design, ist hier vielleicht nicht ganz richtig. Wer wie ich einfach mal ein bisschen dem Trubel entgehen möchte und sicherlich auch mal die eine oder andere Wanderung hier in der Gegend macht, dafür ist die Gegend hier gut geeignet.
Ja, das ist nicht so ganz falsch hier. Was noch ein bisschen Mangelware ist, da sehe ich bisher nur unterm Schreibtisch freie Steckdosen. Das ist hier nicht ganz so toll, aber auch da werde ich für mich noch eine Lösung finden. Vielleicht sollte man bei all dem auch bedenken, ich habe hier für 4 Nächte inklusive Halbpension, also Frühstück und Abendessen, insgesamt circa um die 170 Euro auf den Tisch gelegt und dafür noch dieses Upgrade bekommen. Also ich glaube, da kann man jetzt wirklich nicht meckern. Ja, also das sind circa 42 Euro mit Halbpension pro Nacht. Und dafür kann ich daher auch noch das Schwimmbad mitnutzen. Also für den Preis geht das vollkommen okay.